Oh, guck mal, die Helikopter machen richtig Sex. Aber so seitwärts. Also, die machen mehr so Partner-Yoga. Hallo und herzlich willkommen zu DuddyTV spielt ein Spiel. Ich habe gerade kurz vergessen, wie es heißt. Es heißt Rafting Tour Simulator 2018. Nein, es ist Tom Clancy's Wildlands. Wir haben Ghost Recon Wildlands. Wir haben schon lange nicht mehr gespielt und wir hatten irgendwie Bock drauf. Jetzt haben wir es ausgegraben. Und ja, machen einfach mal eine Story-Mission. Da hatte ich nämlich noch ein, zwei von. Geil. Ja. Bei uns ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo, grüßen Sie. Okay, keine Ahnung, ich bin absolut nicht. Ja, ich bin. Wir machen Sneaky Beaky. Bin absolut nicht mehr drin, was die Story angeht. Wir müssen auf jeden Fall töten. Das habe ich noch im Kopf. Töten oben links. Finden Sie das Zimmer des Politikers, ohne entdeckt zu werden? Ei, 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 das kann ja nur schief gehen. Jetzt schon verloren. Ja. Warte, ich mach erstmal hier Drohnen-Action. Ja, ich mache auch Drohnen-Action. Sobald ich bei dir bin. Da ist ein zweiter Tango. Ach. Ja, an die Mission kann ich mich, glaube ich, sogar erinnern. Ach, ist ein schönes Haus. Die haben wir doch auch schon mal zusammen gespielt, oder nicht? Nee. Wir sind verdächtig. Ich bin entdeckt. Ich habe ein Auto wieder vorbeigeeiert. Oh. Gut, David. Unglaublich. Hey! Das hat ja perfekt funktioniert. Das war Ghost Wildlands. Jetzt kommt wieder ein. Fail. Nun. Probieren wir es nochmal. Tipps durchsuchen. Wo warst du denn? Bist du schon wieder... Hä? Ich stand einfach nur neben dir. Ich stand original neben dir. Bist du schon im Spiel? Nein, warte. Ich bin jetzt gerade im Ladescreen. So, jetzt bin ich da. Ich wollte gerade schon sagen. Hast du jetzt fertig geladen? Ja, ich bin schon fertig. Ich laufe schon zum Haus. Heftig. Das ist übel. Das ist eine krasse. Jetzt laufe ich erst los. Achso, okay. Das ist eine krasse andere Ladezahl. Okay, also wir haben hier direkt über uns, vor uns noch ein Haus, von wo sie uns sehen. Ein Sniper ist da also, drin. Ich krabbel jetzt erstmal. Den würde ich jetzt mal eben erst auf die andere Straßenseite wegholen. Wenn du ihn leise nehmen kann. Ja. Mach mal eine Aufklärung. Leise kann ich. Drittes Ziel da. Macht fünf Tage. Okay, der ist schon mal down. An der Straße haben wir noch jemanden. Jetzt aber erstmal zu dem Sniper. Boah. Der eine hat mich gerade fast gesehen, der da oben hat mich nicht gesehen. Wir haben zwei beim Eingang. Der Tango ist hin. Und drei hinten. Haben wir den an. Achso, den an der Straße hast du schon geholt. Hier vorne bei mir. Ja, den anderen nehme ich jetzt hier gleich. Den könnte ich auch holen. Ich sehe den. Jetzt sehe ich ihn nicht mehr. Nee, da ist noch einer. Okay, wir haben zwei vorne an der, am Eingang. Da dürfen wir definitiv nicht rein. Sei denn, wir killen die gleichzeitig. Ja, das ist gut. Ich werde hier hinten dran. Okay, dann komme ich dir jetzt hinterher. Okay, der eine kommt jetzt gerade auf uns zu. Ja. Vielleicht wollen wir nicht direkt hier um die Kurve kommen. Okay. Du schießt. Sorry. Ich bin hart daneben. Hast du deinen Schalldämpfer überhaupt drauf? Ja. Das hat sich nicht, überhaupt nichts angehört. Sonst wären wir schon längst aufgefallen. Was sagt die Aufklärung? Ohne Witz, wir haben sie doch schon mal zusammengespielt. Da bin ich mit dem Lambo hier in den Pool gefahren. Ach, stimmt. Ja. Hast recht. Was finden Sie das Zimmer des Politikers? Okay, die anderen beiden Boys, die sind unten. Ja, ich wollte gerade sagen.
Die anderen stehen vor der Tür. Willst du die killen? Nee, die lassen wir weg. Ja. So, wie finden wir jetzt das Zimmer? Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja nur zwei Häuser. Rein theoretisch müsste das ja eins von den beiden hier sein. Was haben wir das große? Ah, hier. Ja. Unsere Tage als Spanner gezählt. Perfekt. Sind wir jetzt einmal außen rum gegangen? Ja, irgendwo stand damit aufzeichnen. Warte. Ne, wir sind jetzt einmal außen rum gegangen. Das ist ja wieder legendär. Ach so, wir sollen mit der Drohne da reinfliegen. Okay, gecheckt. Warte. Ah. Diese Aufgaben, die man dafür nicht lesen möchte. Ja, das ist auch immer schwierig. Hier ist noch ein Eingang. So, hier fliege ich jetzt durchs Fenster. Professionell gegen die Tür geflogen. Mit der Drohne die ganze Aufnahme läuft, Lautstärke die ganze Innern richtig fest. Dass sich gut ich will auch reinfliegen. Unauffällig, so zwei Drohnen. Ja, vor allem, was soll ich denn hier aufzeichnen? Einfach nur ein Typ und eine Frau. Das Tage als Kartell-Lude ich fliege jetzt einfach vor sein Gesicht. Ich sehe mir den Scheiß nochmal an. Nomad, die ISA hat einen Anruf. Warte, Mission ist beendet, oder? Warte mal. Haben wir jetzt hier mal eine Splittergranate? Er schmeißt nämlich jeden Abend deine Party. Er versucht, die Leute zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Wo ist die Party? Bei ihm. Ich denke, sie leben noch. Und sich die oder? Holen. Nee, die sind da. Das war genau mein Plan. Nomad Ende. Weiß nicht, ich flieg nochmal mit der Drohne rein. Ich guck nochmal. Ja, die chillen hier noch. Die stehen ja noch genauso wie vorher. Ja, geil. Egal. Wir ignorieren das jetzt. Okay, die Tür ist zu. Und da kommt. Ja, hier, warte. Mach die bestimmt gleich auf. Ne, die geht nicht auf. Die ist zu. Ich stell gleich darüber. Warte, ich geh von hinten rein. Damit kenne ich mich aus. Ja. Und hier ein Auto. Okay, geil. Ja, erste Story-Mission fertig. Das war ja easy. Nächste La Mission. Oh, warte. Hier ist noch was, ein Fertigkeitenpunkt, den würde ich gerne noch mitnehmen. Ja. Ja, ein Geschäft. Frag mal das Ding hier an der Klippe. Vielleicht ist das Auto so scheiße am Baum gepackt. Achso, ich baller schon. Scheiße, ne? Ist wieder genau dein Ding, ne? Wieso? Keiner hat mich entdeckt bis jetzt. Hat die Aufklärung da draußen Sicarius gefunden? Ziel Nummer 10 da. Finde ich, hab das jetzt bis jetzt perfekt gemacht. Der Wagen ist alarmgesichert. Die Karre ist alarmgesichert. Oh oh. Noch ein Ziel macht 10. Tango ist tot. Du willst ja kein überall runterspringen, aber nicht über diesen scheiß Zaun klettern? Ja. Also. Ach, warte mal. Wer hat mich gerade schon wieder gesehen? Aber von der Straße. Geschissen. Okay, einer noch? Weiß ich nicht. Nee, da ist noch einer. Also. Granate fliegt. Zerleg jetzt die Lambos erstmal. Einer noch?
Easy. So, wo haben wir jetzt meinen... Aber guck mal, das Haus sieht genau gleich aus wie das. Ich glaube, das hat sich nur so angefühlt wie letzte Mal, weil die Häuser einfach gleich aussehen. Ja, aber ich hatte die Mission auf jeden Fall schon gemacht, also... Ja, du hast das Spiel auch schon durchgespielt. Nee, durch noch nicht. Mir fehlen noch die ganzen Hauptbosse. Ich habe sonst aber die ganzen kleinen Scheiße nicht konzentriert. Ach so, okay. Ja, also, wieder erfolgreich. Ich habe erstmal gerade Tomatensoße gemacht. Nice. Topf durchlöchert, heißes Wasser aufgesetzt. So wollen wir das. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich habe noch nie so ein ekelhaftes, nacktes Kind gesehen. Guck dir das mal an, das sieht ja richtig psycho aus. Okay, warte. So, da bist du. Ich renne. Oh, wir haben jetzt einen großen Boss, ne? Warte, wo bist du? Was muss ich... Was ist das denn? Warum ist es auch, wenn man ranzoomt, richtig verpixelt? Guck mal, wir, die Kerzen kaputt, wir haben jetzt in der Mitte, genau in der Mitte auf der Insel, eine große Boss. Da habe ich mega Bock drauf, komm. Sprengen Sie die Party und schnappen Sie, Das gucken, ob der Raum dunkler wird. Das ist genau richtig. Ja, wird dunkler. Die hast du auch dunkler. Schon mal gemacht, die Mission. Sprengen Sie die Party, habe ich schon mal gemacht? Nee. Ja, doch. Verwirrend. Egal, wir machen die jetzt eben. Können wir da reinfliegen? Wir können ein Boot reinfliegen oder beides. So wie du magst. Haben wir irgendwo Boote hier unten? Boote. Boot! Ne, wir haben nur einen Heli. Boote. Komm, wir nehmen den Heli. Wenn wir schon einen Heli haben, dann nehmen wir den. Wo haben wir denn einen? Direkt hier am Eingang steht der. Ein richtig freshes Ding sogar. Ich glaube, ohne Bolivien ist das einzige Land der Welt, was an jeder Ecke. Ich fliege. Das ist quasi wie das, wie so ein Leihfahrrad. Ja. Wie der Golf. Wie der Golf. Deutschland. Wir haben die Bolivianer Hubschrauber. Okay, warte mal. Dann fliegen wir am besten drüber, also so richtig weit drüber. Und sondieren erstmal die Lage, würde ich sagen. Obwohl, crashen Sie die Party ist natürlich auch eine Ansage, ne? Das ist eigentlich eine Ansage für, lassen Sie den Helikopter auf die Party fallen. Eins muss man Kashita lassen. Der Kerl weiß nicht, wann er aufhören muss. Was machen wir? Wir springen raus und lassen den Helikopter drauf fallen. Und Salz auf die verdammte Asche zu streuen. Jeder andere hätte den Hinweis verstanden. Okay. Der Wichser schmeißt eine Party. Warte, ich muss mich kurz noch positionieren. Jetzt müssen wir. Wenn er seine VIP-Gäste nicht beruhigt, dann verlassen sie AquaWare. Das wäre schlecht fürs Geschäft. Ja, ich versuche es so ein bisschen so, weißt du? So? Oder kommt was Lilandes? Ich hoffe. Ja, ich hoffe nicht, dass wir da aus den reinspringen. Nein, das passt schon. Okay, 3, 2, wir springen auf 1. 2. Das wollte ich nicht. Okay, nicht vergessen, der Fallschirm geht nicht von alleine auf. Aber wann fliegt denn? Wenn es passt. Ich lande bei den Helis, okay? Einfach mal im Flug gelandet. Also ich bin bei den Helis gelandet. Ich fühle mich richtig fancy gerade. Das ist doch geil. Ich bin wirklich einfach mitten in die Party gesprungen. Hier im Pool. Das hat sich keiner gesehen. Ja, dafür werde ich gerade von einem Helikopter abgeschossen. Boot. Brauche Hilfe. Warte, ich kann dich wiederholen. Ich habe eine Drohne. Wo bist du? Wieso hat denn dieser lila Heli ist jetzt so krass auf mich abgesehen? Was habe ich denn getan? Scheiße nochmal! Ich sehe unseren Kassita-Jungen. Kassita nicht töten. Also, wir brauchen das Ziel und seine Infos leben. Pressen. Ja, tut mir leid, ich kämpfe gerade alleine gegen einen Helikopter. Danke. Wenn du es warst. Ich hab nichts gemacht. Okay, dann hab ich ihn zum Explodieren gebracht. Tango getroffen.
Also ich tanze hier. Ja, ich crashe gerade so. Ich muss über jemanden verhören. Oh. Tango 5. Ich erkenne eine kleine Gruppe Gegner. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Tango getroffen. Okay, wir haben irgendeine Patrouille verloren gerade. Du musst nur noch hier runterkommen. Jo. Ich musste aber eben hier noch die Lage sondieren. Habe ich hier noch irgendwas, das ich aufsammeln kann? Nein. Oh, ich habe mich verlaufen. Oh nein. Ich bin im Wasser. Ich muss nur zu der Krone rennen. Das ist aber eine große Party. So viele Boote. Boote, Boote, Boote. Boote, Boote, Boote. Ich sprinte, mein Freund. Ich sprinte. Das ist hier die lameste Party ever. DJ hier hinten. Ey, du bist der beste DJ überhaupt. Oder warte hier. Hier, warte. Nee, das ist so geil. Guck mal, ob ich ein paar Spezialeffekte dabei habe. Hier. Schieße auf Rakete. Ich find's geil. Die liegt da gut. Okay, warte. Ich habe noch die hier. Das sind ohne Witz. Ich hab richtige Partykracher dabei. Ja, mach. Psst, dafür Blendgranate. Einfach mal kein Strom, das ist so Dauerstrom. Achtung, Blendgranate. So, ich muss kurz verhören. Hände, keine Bewegung. Relax, Relax, Pass auf, Nako. Der Ja! Oh, Sir, das ist scheiße. Cool. Ich will meinen Anwalt sprechen. Anwalt? Willkommen in meiner Welt, Arschloch. Hörst du eigentlich auch, was die gerade sagen? Nur noch für dein Testament. Hey, ja. Warte mal. Verhandeln wir. Wie viel Geld willst du? 500.000 kann ich machen. Ist leist für mich. Kennst du meinen Vater? Ja. Geld interessiert mich einen Scheiß, Casita. Ich arbeite für die US-Regierung. Wir geben allein für Desinfektionsmittel Milliarden aus. Milliarden, Arschgesicht. So geil aus. Ich vor allem hängt die in der Wand. Von allen, oder in der Luft. Scheiß Resort besucht haben. Keine Ahnung, Mann. Der Lochuro. Ah, okay, gut. Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gastinfos sind auf einem Server, okay? Ich bin so geblendet, ey. Die Leute kommen nicht wieder. Und wir haben Casitas Gästeliste. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut, führen wir es zu Ende. Baum ein Ende. Pass auf, Nack. Einfach kompromisslos ins Gesicht. Nacko gesagt. Woher soll ich wissen, was das heißt? Direkt beleidigt. Ja. Ich schieße jetzt die einzelnen Chips ab. Okay, es funktioniert sogar. Ich hätte gerne eine Munitionskiste. Liegt dir doch. Ohne Witz, wo sind die alle hin? Naja, die Party ist zu Ende. Oh, wie geil, man kann jetzt auch Passanten erschießen. Mach mal das Feuer auf. Ah, ja, stimmt, nicht, dass wir unterstützen würden, Passanten zu erschießen. Nein, nicht machen. Und dann werden wir wieder. Das hat mir noch damals gleich in der ersten Runde. Ach ja, stimmt. Guter Einsatz. Das kann man. Aber wir können sie mit Blendgranaten abwerfen. Stimmt. Okay, jetzt müssen wir einen Server finden. Hin? Es gibt einen Server mit einer Liste. Komm, das machen wir auch eben noch. Hacken Sie den Server und holen Sie die Liste. Ich hab alles. Oben auf dem Platz sind ein paar Helikopter, die nehmen wir jetzt und dann hacken wir den Server. Ich finde ja die Beschilderung zum Helikopterlandeplatz sehr schlecht. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wo der steht. Das ist so unlogisch, dass der am höchsten Platz steht. Es ist, die Auswahl ist einfach zu groß. Ja, natürlich. Wenn es schon mehrere gibt. Irgendwie kann ich meinen nicht benutzen.
Wie schießt man? Ja, wie? Boah, das ist ja die dümmste Position überhaupt. Aber okay. Aber du hast auch. Aber du hast Licht auf Steuerkreuz. Das ist doch geil, dass du mit dem linken Stift nicken. Okay, warte. Das scheint mir. Wenn diese VIP-Liste öffentlich wird, bricht die Hölle los. Dann verliert das Kartell weltweit. Warte, komm, lass mal hier Sneaky Boy machen, okay? Hab davon gehört. Er sollte einen Ort aufsuchen, an dem Santa Blanca. Ich hab nur ein folgendes Problem. Kann. Ja? Den Mars oder den Grund des Marianengrabens. Nun! Leute wie er überleben immer. Tue ich das auch. Er verschwindet und in ein oder zwei Jahren taucht er auf. Ich versuche halt irgendwo zu landen. Ich weiß aber irgendwie nicht, wo der Helikopter. Gott schützt Säufer und Trottel. Und solche Arschlöcher wie Kassi. Ich versuche jetzt einfach auf dem Haus zu landen. Achso, okay. Ich lande jetzt extra am Haus. Okay, ja, ich bin halt. Ich hatte die Idee am Beach zu landen, bin aber halt voll ins Wasser gefallen. Das ist natürlich legendär. Also ich habe es geschafft, oben auf einem Haus zu landen. Sehr gut, ich bin auf dem Weg. Ich schicke erstmal gleich eine Drohne und dann erkunden wir hier. Okay, es ist gestört hier. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Ja, aber dann mache ich trotzdem die Aufklärung. Das sollte, glaube ich, trotzdem funktionieren. Ja. Nun, in der Zeit macht das, ja? Ich habe noch einen Tango. Macht 5 Tangos. Derzeit snipe ich schon mal ein bisschen was. Aber bitte treffen, sonst fliegen wir auf. Okay, geht klar. Geht klar. Der steht weit weg, den hole ich trotzdem. Oh ne, doch nicht, schade. So. Direkte Bedrohung, Moskito. Ich weiß nicht. Stand sogar unten rechts. Nein, nein. Ich muss erstmal in die Steuerung wieder reinkommen. Bla 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 bla. Sprengsatz scharf. Zerstört erstmal den Wärmer hier, ne? Ja, mach das. Müsste eigentlich deine Drohne funktionieren. Ja. Stimmt. Funktioniert. Wo seid ihr denn, ihr kleinen Rabauken? Ich hab hier auch noch. Oh, sie kommen das Haus hoch, deshalb sehe ich sie nicht. Hey, ich lege hier drüben eine Mine. Hier. Yeah. Gefühl, die kommen jetzt ja alle mein Haus hoch, ehrlich gesagt. Platziere Mine, wartet. Fuck, fuck, fuck! Und wo wurde ich denn so abgeschossen? Tot, oder? Nicht ganz. Hä? Kann ich ja heilen. Wieso lege ich denn hier eine Mine hin, wenn die. Ah, okay, jetzt. Irgendwer natürlich mit dem Mörser. Ja. Auf mich. Natürlich legendär. Granate fliegt. Nein. Das war der Motherfucker gewesen. Ich glaube ja. Die waren doch hier so, brutal in ihrer Sprache. Das geht auch hoch in so einem Gang? Ja, ja. Oh, ich höre sehr viele spanische Kontrahenten. Ey, so viel zum Lass mal Sneaky. Wir gehen Sneaky hier rein. Aber das klappt doch nie. Ich weiß noch nicht, in der Regel schon. Nein, das ist doch auch krass. So macht das doch auch deutlich mehr Spaß. Gegner tot. Ja, dann kann ich auch Counter-Strike spielen.
Mounter Schmike. So. Also noch zwei Stück. Ja, wo denn? Hinter dem Berg hier. Ich will die gerade jagen hier. Gegner am Boden. Ja, okay. Geil. Das schon mal erledigt. Sind wir noch die ganzen Mörder? Aber erstmal hier rein, weil hier gibt es Abschüsse, ne? Ja. Da hast du die schon. Ne, da, für mich waren da keine mehr drin. Okay, dann. Ich bin noch welche interessant. Diese blaue Markierung jetzt deine Markierung hier? Nee. Blaues Kreuz. Das ist nicht meine. Weiß ich nicht. Ach, du hast hier eine Mine hingelegt, okay. Ach so, das meinst du. Ja, ja, doch, das war ich. In die Eier geschossen, Alter. Na, wo seid ihr? Da. Okay, wir sind jetzt noch. Eine neue Patrouille ist angekommen. Okay. Ah, ich sehe sie, ja. Oh. Okay. Und da wird diese scheiß mexikanische Musik nebenbei. Die ist ja noch hart angespielt, ne? Die eigentlich ganz beruhigend, ehrlich gesagt. Also jetzt mal bitte einfach mal realistisch betrachtet, ne? Du rennst hier durch Bolivien, hast einen fetten Schneeanzug an, weil du Gott, wir sind falsch gekleidet hast. Im Hintergrund läuft dann irgendwie Radio Espinosa. Wie heißen auch alle Radio Espinosa? Fuck, Mörser. Die Sprengladung ist scharf. Hier, C4. Ich hab den Mörser. Ich will jetzt auch Mörser schießen. Aber ich weiß nicht wohin. Ich glaube, wir haben keine Gegner mehr, oder? Doch, Verstärkung rückt an. Perfekt. Das ist genau richtig für meinen Mörser. Aber wie kann ich denn bedienen? Kann ich. Ich weiß nicht. Ah ja, hier auch immer noch machen. Hm? Wechselte man dann nochmal zu Granatwerfer? Ach da. Geil, hat funktioniert. So, wo war der Serverraum? Keine Ahnung. War das nicht so, dass man... Ja, man konnte ja auch durch Metall schießen. Okay, finde den Server. Das mache ich jetzt mal eben. Ich sprint jetzt mal überall lang und gucke, wo der Server sein könnte. Da ist der ja, Server nice, mit der Gästeliste. Okay. Hier ist Munition auch bei mir. Gut. Einmal praktisch privatisiere. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen. Noch drei Minuten. Los. Starte den Download. Konzentration. Hast du das gehört? Was denn? Einmal bitte die Party sichert den Bereich während der Download. Hab ich schon, läuft. Ist schon. Okay, hier kommen gerade Helis an. Die haben richtig Bock. Muss man machen. Und den Serverraum verteidigen. Okay, einer, ein Heli down. Zwei Heli down. Sehr gut gemacht. Ziel eliminiert.
noch ein Auto. Sehr gut. 1,50 noch. Ach, war das nicht so, dass man hier nur, wenn man die ein bisschen stehen lässt, dass sie dann... Achtung, Blendgranate. Dass man immer einen stehen lässt, quasi, damit keine neue Welle anrückt. War das nicht so? Ah, ich glaube schon, oder? Dann lass mal doch den stehen jetzt, oder? Ist da näher rücken, ne? Ich leg hier einfach mal eine Mine in die Haustür. Ja. Du bist gerade oben, oder? Ja. Ich lege hier eine Mine. Ja, dann lass hochgehen. Ich leg hier Minen. Ich lege hier eine Mine. Ich hab ehrlich gesagt gar nicht, woher die kommen. Immer noch ganz oben. Ich hätte sehr gerne Himmel, oder? Der Tango ist hin. Du warst in die Mine reingerannt? Nee. Ich bin anders da reingekommen. Ja, hier liegt eine Leiche vor der Tür. Nice. Lass mich hier eine Mine legen. Ja, 20 Sekunden noch. Oh, guck mal, die Helikopter machen richtig Sex. Aber so seitwärts. Also, die machen mehr so Partner-Yoga. Welche denn? Auf dem Helikopterfeld. Siehst du sie? Hier steht so ganz großer. Okay, du siehst sie nicht, ne? Oder? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob ich wissen will, wer auf der Gästeliste ist. Vermutlich die Bilderberg-Gruppe. Ich seh die von hier. Oh nein! Das musst du dir vom Nahen angucken. Nein, ich seh die doch. Ich seh richtig doll da drin. Seh die doch mit Zoom. Wir sind doch hart verbrannt. Oh. Heftig sind die verbrannt. Weißt du, wie ich das mach? Guck mal, ich brauch gar nicht zu dir kommen. Ich komm mit der Drohne zu dir. Oh, der hängt da ja richtig doll. Der ist richtig traurig. Aber vor allem... Wie hängt der denn? Also klebt der? Hat er sich jetzt an? Hat er sich daran festgebrannt? Ja, ich glaube schon. Es ist so ein bisschen. Sie sind jetzt eins. Ich bin zur Kenntnis gelangt, dass er uns fertig ist. Das ist echt traurig. Was okay. Können, wenn man jetzt abzieht? Ja, ich habe fertig gehackt, glaube ich. Ja, gut. Bowman, Agua Verde ist sauber. Wir brauchen Jahre, um diese Beziehung zu kitten. Ich hab mich in den Hubschrauber gepackt. Aber eine neue Brille und die Yamativo. Irgendwie so ein M4 gelöt. Sehr gute Arbeit. Wir treffen sie ziemlich hart. Hey, wenn du mich jetzt siehst, wo bin ich gerade? Warte. In dem Heli. Also du stehst da halt drin. Das ist ja nicht meiner. Wie dieser eine Boy hier sich auch hingesneakt hat. Ja, warte mal, ne? Ich guck mal kurz Ausrüstung, weil ich habe ein neues M4 gekriegt. Oh, jetzt, ich glaube einer der Helis ist gerade gekommen. Okay. Warte, ich guck, was auch immer jetzt schon wieder passiert ist. Hier, löse die hier. Ja, mach es. Oh ja, das wollen wir sehen. Zum Ende noch eine schöne Explosion, da stelle ich mich genau rein. Das war die lämste Explosion ever. Ich muss mir einfach nur das C4 erhöhen. C4 in Position. Warte, ich habe auch noch. Wo ist es denn? Warte, ich kann auch noch Minen hinlegen. Das C4 ist jetzt scharf. So schlecht wieder, oder? Hast du gedrückt gehalten? Ja, ich dachte, das ist auch werfen. Eieieiei. Naja, so viel dazu. Mit diesem schönen Endscreen. Verabschieden wir uns aus diesem schönen Let's Play von Ghost Recon Wildlands. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Lasst ein Like, Comment und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ihr Dullis. Ciao. Oh oh. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir uns jetzt küssen. Warum? Wir kommen zum Ende. Seht ihr? Oh, mein Liebling. Also, ist das gut. Oh, mein Liebling. Sieht nach einem großen Ende aus. Oh!